Nachdem der Bitcoin die letzten Tage massiv im Kurs schwankte, sehen wir in den letzten 24 Stunden eher ruhigere Preisbewegung. Das könnte sich allerdings heute Abend ändern, denn wir sehen wichtige Daten aus den Vereinigten Staaten. Im heutigen Video beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Daten, darüber hinaus allerdings auch mit übergeordnet allgemeinen Preisbewegungen. Sehen wir gegebenenfalls im nächsten Monat den Ausbruch und wann können wir die 100.000 US-Dollar pro BTC wirklich erwarten? Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und der Bitcoin ist die letzten Tage zeitweise extrem volatil gewesen. Jetzt scheint die Bewegung schon wieder vorbei zu sein, wobei ich es nicht zu früh sagen möchte, denn in wenigen Stunden sehen wir wichtige Daten aus den USA, mit denen wir uns gleich noch einmal beschäftigen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Bitcoin allerdings ruhig, wobei Reg Capital in einem aktuellen Twitter-Post noch einmal hervorgehoben hat, dass der Bitcoin möglicherweise immer noch auf dem Kurs ist, im September den Ausbruch zu erleben. Er betonte, die Geschichte zeigt, dass ein Ausbruch aus dem Reakkumulationsbereich nur ca. 100 Tage nach dem Halving unwahrscheinlich war. Diese 100 Tage sind allerdings jetzt ja seit einigen Tagen vorbei. Wir hatten bereits darüber gesprochen, was eben laut Reg Capital zumindest historisch gesehen ein ganz klarer Hinweis dafür ist, dass uns ein möglicher Ausbruch bevorsteht. Unter anderem betonte beispielsweise auch Dan CryptoTrades, der Bitcoin-Chart auf einem höheren Timeframe sieht für mich wirklich großartig aus. Hierbei spricht er vor allem über den kürzlich von Will Clementi geteilten Quartalsgrafen bzw. den Bitcoin-Chart in Quartalen. Das heißt, eine Kerze ist ein Quartal in dieser Grafik und man sieht ja ganz gut über die letzten Quartale bzw. über die letzten Jahre, dass sich der Bitcoin auf Quartalsebene momentan an einem extrem interessanten Punkt befindet. Unter anderem betonte Dan CryptoTrades, ich denke, sechsstellige Beträge sind dieses Jahr vielleicht noch etwas früh, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das irgendwann im Jahr 2025 sehen werden. Gerade in den letzten Tagen sahen wir natürlich eine erhöhte Volatilität, teilweise richtig, richtig gute Nachrichten, dass die USA den Bitcoin möglicherweise als Reserve implementieren möchte und Co. Trotzdem konnte sich der Bitcoin ja nicht wirklich positiv durchsetzen. Dabei muss man ja auch mal ganz klar berücksichtigen, im vergangenen Zyklus lag der Bitcoin am All-Time-High bei knapp 69.000 US-Dollar. Jetzt warten die Marktteilnehmer alle auf 100.000 US-Dollar pro Bitcoin, was ja vom letzten All-Time-High nicht mal mehr das 1,5-fache ist. Also wir brauchen eigentlich keine wirklich übertriebene Preisentwicklung in Bezug auf das letzte All-Time-High und auch den aktuellen Kurs, um die 100.000 US-Dollar pro BTC wirklich zu erleben. Doch kurzfristig erwartet Dan CryptoTrades erstmal einen Ausbruch in die Bereiche von 70.000 bis 74.000 US-Dollar, wo es in den letzten Monaten sehr viel Ablehnung gab. Wir haben ja schon im aktuellen Jahr die 74.000 US-Dollar angetestet, wurden dann abverkauft, denn CryptoTrades betonte, ich vermute, wir werden eine schnelle Expansion nach oben erleben, sobald BTC diesen Preisbereich durchbrechen kann. Hierbei gibt es natürlich jetzt viele bullische, allerdings auch gerade wieder sehr, sehr viele bärische Marktteilnehmer. DecentTrader wies beispielsweise darauf hin, dass viele Long-Positionen liquidiert werden würden, also viele Marktteilnehmer, die auf steigende Kurse setzen, wenn der Bitcoin auf unter 63.600 US-Dollar fallen würde. Das ist vom aktuellen Kursniveau nur noch 3-4% entfernt und definitiv nicht unrealistisch. Laut ihrer Analyse könnte der Bitcoin, sollten wir tatsächlich unter die 63.600 US-Dollar fallen, relativ schnell in die Bereiche von 54.000 US-Dollar und bei einer wirklich breit gefächerten Marktkapitulation sogar auf 45.000 US-Dollar zurückfallen. Ich persönlich halte das für eine etwas zu bärische Prognose, wobei es ja auch keine Prognose in dem Sinne ist, sondern mehr eine Einschätzung, welche Preisniveaus auch weiterhin relevant bleiben, sollte sich eine bärische Marktstimmung weiter ausbreiten. Auf der anderen Seite betonen sie nämlich auch, dass wir ab 72.000 US-Dollar wieder viele Short-Positionen haben. Gerade im Bereich zwischen 74.000 und 80.000 US-Dollar gibt es ihrer Meinung nach eine Menge Liquidität. Haben wir uns ja auch die letzten Tage schon einmal angeschaut, dass es sehr gut möglich wäre, dass der Bitcoin noch einmal etwas tiefer dippt, um eben die tiefere Liquidität mitzunehmen und dann wieder ansteigt, um eben die obere Liquidität wieder mitzunehmen. Dabei, ja, gibt es eben auch immer mal Events, die eben nicht erwartet werden, die für starken Kauf- oder Abgabedruck sorgen. Gerade letzte Nacht sahen wir beispielsweise, dass Mt. Gox weitere 33.960 Bitcoin bzw. rund 2,25 Milliarden US-Dollar in Form von Bitcoin
bewegt hat. Diese Transaktionen, zumindest laut Angaben von Arkim, fanden wahrscheinlich statt, um die BTC an BitGo zu übertragen. BitGo ist der fünfte und letzte Verwahrer, mit dem der Mt.Gox-Treuhänder zusammenarbeitet, um das Kapital bzw. die Bitcoin an die Gläubiger zurückzuzahlen. Es könnte also sehr gut sein, dass wir in den nächsten Tagen weitere Veräußerungen über BitGo sehen. Wie gesagt, wir sprechen von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar. Dabei belaufen sich die aktuellen Wallet-Bestände von Mt.Gox auf noch 46.160 BTC bzw. knapp 3 Milliarden US-Dollar. Es ist auf jeden Fall noch einiges vorhanden, wobei wir noch vor wenigen Wochen 140.000 US-Dollar in der Wallet von Mt.Gox gesehen haben. Also wir haben schon viel verkraftet, trotzdem steht uns möglicherweise noch etwas weitere Unsicherheit desbezüglich bevor. Ich persönlich werte das allerdings nicht zu hoch, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, auch die Verteilung von knapp 40.000 Bitcoin über Kraken haben kaum einen Abgabedruck auf dem Bitcoin ausgelöst. Viel wichtiger wird meiner Meinung nach die allgemeine Marktstimmung. Sehen wir eher Euphorie oder eher Unsicherheit? Jetzt gerade sehen wir zumindest leichte Zurückhaltung. Schauen wir uns die Bitcoin-Spot-ETFs an, so sahen wir gestern leichte Abflüsse von 18,3 Millionen US-Dollar. Also wirklich minimale Abflüsse, allerdings eben eine faktische Zurückhaltung. Bei den ETH-Spot-ETFs auf der anderen Seite sahen wir nun endlich mal wieder Zuflüsse von 33,7 Millionen US-Dollar. Kleine Summen, aber wir sehen, dass vor allem der Grayscale-Abgabedruck in Bezug auf ETH stärker nachgelassen hat. Gestern haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass davon auszugehen ist, dass der Abgabedruck über die aktuelle Woche weiter nachlässt. Dieser leichte Nettozufluss signalisierte den ersten Zuflusstag seit 5 Handelstagen. Ein sehr positives Zeichen, auch wenn wir uns nicht wundern müssen, falls die Zahl morgen wieder rot ist. An dieser Stelle würde ich mich übrigens extrem über eine kurze Bewertung freuen. Lass super gerne ganz kurz einen Daumen nach oben da, falls dir das heutige Video gefällt und weiterhilft. Ist wirklich nur eine Sekunde Zeit für dich. Hilft mir allerdings ungemein weiter. Falls dir das Video überhaupt nicht zusagt, kannst du natürlich auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Dann bin ich auf konstruktive Kritik in den Kommentaren selbstverständlich umso gespannter. Besonders gespannt sind auch viele Marktteilnehmer mit Hinblick auf die ETFs. Nicht nur in Bezug auf Bitcoin, sondern auch auf ETH und möglicherweise weitere folgende ETFs. Denn wie bereits schon vor einigen Monaten angesprochen, gibt es viele, vor allem institutionelle Marktteilnehmer, die sich neu aufgesetzte ETFs wie Bitcoin oder ETH erst einmal mehrere Monate anschauen, bevor sie diese wirklich ins eigene Programm mit aufnehmen. Laut dem Chief Investment Officer von BlackRock werden die börsengehandelten Fonds, die auf digitale Währungen basieren, wahrscheinlich erst gegen Ende des aktuellen, Anfang des nächsten Jahres den Weg in die sogenannten Modellportfolios finden. Samra Cohen, Investmentchefin für ETFs bei BlackRock, bemerkte, dass die Wirehouses jetzt Risikoanalysen und Due Diligence durchführen, um eben einzustufen, ob die Bitcoin- und Ether-ETFs mit in die eigenen Portfolios aufgenommen werden. Diese sogenannten Musterportfolios sind quasi Beispielportfolios von großen Marktteilnehmern, nachdem sich eben die Menge richtet. Das heißt, es sind quasi Vorgaben, Beispiele, Modellportfolios, wo eben andere Leute nach diesen Modellportfolios traden und investieren, weil eben der Inhalt dieser Portfolios im Vorhinein vernünftig getestet wurde bzw. genau angeschaut und analysiert wurde. Und genau das passiert jetzt, wenn eben Bitcoin und ETH in diesen Modellportfolios oder Musterportfolios gegen Ende des Jahres dann allerdings auftaucht, ist davon auszugehen, dass der Zufluss deutlich höher sein könnte. BlackRock geht davon aus, dass das Modellportfolio-Management in den nächsten 5 Jahren von derzeit 4,2 auf 10 Billionen US-Dollar wachsen wird. Und ja, wir sprechen nicht über Milliarden, wir sprechen über 1000 Milliarden Billionen. Erst Anfang Juli hatte Salim Ramjit, der globale Leiter für iShares und Indexinvestitionen beim Vermögensverwalter BlackRock, erklärt, ich zitiere, das wird gewaltig. Das ist die Art und Weise, wie immer mehr Treuhänder ihre Geschäfte machen und das ist folglich auch die Art und Weise, wie wir mit ihnen Geschäfte machen. Also hier steht es auf jeden Fall ziemlich gut um allgemeine Investitionen in den Markt. Cohen fügte dem Ganzen noch hinzu, dass Bitcoin und ETH hierbei zwei wesentlich unterschiedliche Anlageklassen darstellen, was allerdings natürlich bei einer Portfolio-Diversifizierung sehr nützlich sein kann. Man kann natürlich kritisieren, dass ETH komplett anders ist als BTC. Wenn man in einem Portfolio allerdings auf verschiedene Aspekte des Kryptomarktes setzen möchte, bringt das Ganze hier auch wieder einen Vorteil mit sich. Auch von den aktuellen Outflows übergeordnet in Bezug auf die ETH-Spot-ETFs war sich BlackRock im Vorhinein schon im Klaren. Gerade natürlich die Grayscale
Retail Outflows sind hier ähnlich wie bei Bitcoin zu betrachten und haben daher niemanden überrascht. Cohen betonte noch einmal, Investoren wollen unbedingt in ETH investieren, insbesondere wenn sie es im Rahmen eines Gesamtportfolios in einem Ökosystem nutzen wollen, dem sie vertrauen. Also hierbei auf jeden Fall sehr, sehr spannende Ansichten. Gerade die ETFs sollte man hier nicht mit einem kleinen Zeitrahmen, sondern mit einem größeren Zeitrahmen betrachten. Wir haben die letzten Monate schon gesehen, was bei Bitcoin möglich ist. Dabei ist Bitcoin eben noch nicht in vielen Musterportfolios. Wenn das allerdings erstmal geschieht, ja, dann werden wir wahrscheinlich nochmal Zuflüsse auf einem ganz anderen Niveau erleben. Zudem steigt natürlich auch im Allgemeinen die Akzeptanz rund um Bitcoin und Kryptovermögenswerte. Das russische Parlament hat gestern beispielsweise ein Gesetz verabschiedet, das grenzüberschreitende Zahlungen mit Bitcoin und Kryptowährungen ermöglicht. Das Ganze wird natürlich jetzt wieder von den westlichen Medien wahrscheinlich eher als kritisch dargestellt, da Russland natürlich auch diese Schritte nicht nur einleitet, weil sie Bitcoin und Altcoin so geil finden, sondern vor allem eben auch, um Sanktionen zu umgehen. Das muss man an dieser Stelle auf der einen Seite ganz klar kritisieren, auf der anderen Seite, ja, kann ich da auch Russland so ein bisschen verstehen. Hier wurden ja Konten mit Milliardenwert eingefroren und natürlich sucht man dann Wege, das Ganze zu umgehen. Ich möchte damit auch nicht Russland kritisieren oder in Schutz nehmen. Ich möchte nur dazu sagen, egal über welches Land wir sprechen, egal welches Land in irgendeinem Krieg verwickelt ist, ein Großteil der Bevölkerung will keinen Krieg und leidet trotzdem unter den Maßnahmen und Einschränkungen von ihrer eigenen Politik oder von anderen. Die Zentralbankgouverneurin von Russland betonte übrigens auch, dass das neue Gesetz schnell in Kraft treten wird und die ersten Transaktionen in Form von Kryptowährungen noch vor Ende des Jahres stattfinden werden. Ich bin wirklich auch gespannt, wie die Entwicklung hier vonstatten geht, ob Russland auf Bitcoin setzt, ob Russland auf eine selbstgeschaffene Kryptowährung setzt oder auf einen Stablecoin, auf einen selbstgeschaffenen Stablecoin oder einen wie Tether, den wir schon kennen. Das ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Lasst mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Seht ihr das Ganze kritisch, weil Russland damit Sanktionen umgehen kann? Oder seht ihr das Ganze eher als positiven Schritt für den gesamten Kryptomarkt? Und wo wir gerade beim Thema Banken sind, so bleiben wir gleich bei dieser Thematik. Die Bank of Japan hat heute unerwartet den Zinssatz auf 0,25% angehoben und hält damit nun den höchsten Zins seit 2008. Irgendwie erinnert mich das Jahr 2008 an irgendetwas. Hoffen wir mal, dass wir das nicht ein weiteres Mal erleben. Nur wenige Stunden bevor heute Abend die US-Notenbank ihren Leitzins bekannt geben wird, hat Japan also ihren Leitzins unerwartet angehoben und ist damit offensichtlich einen Weg gegangen, den wir so von Japan nicht kennen. Offensichtlich, wenn das letzte Mal 0,25% 2008 gesehen wurde, bedeutet es, dass sie lange Zeit fast gar keine Zinsen erhoben haben und so ist es auch. Dabei wurde der japanische Yen in den letzten Monaten massiv abgewertet, gerade nachdem die USA die Zinsen angehoben hat und quasi den Dollar damit härter gemacht hat, ist der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar massiv abgewertet worden. Dadurch, dass Japan jetzt die Zinsen auch wieder so ein bisschen erhöht, konnte der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar schon wieder um 7% zulegen. Alleine seit Anfang des Jahres verlor die japanische Leitwährung allerdings auch 12% gegenüber dem US-Dollar. Also wir sehen momentan, was es für Auswirkungen hat, wenn einzelne Länder hier einen höheren oder einen niedrigeren Zins haben und warum das Ganze so in Abhängigkeit voneinander steht. Das Ganze muss man natürlich weiter im Auge behalten, da Japan eine der größten Volkswirtschaften überhaupt ist, haben sie natürlich auch einen allgemein sehr wichtigen Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft. Was allerdings noch einen viel größeren Einfluss hat, das ist selbstverständlich die US-amerikanische Notenbank, die heute um 20 Uhr deutscher Zeit die nächste Leitzinsentscheidung bekannt geben wird. Der Markt ist sich zu 96,9% sicher, dass wir keine Zinssenkung sehen. Ganz auf der anderen Seite erwartet der Markt zu 100%, dass wir im September des aktuellen Jahres mindestens eine Zinssenkung sehen. Zu 12,3% geht der Markt sogar davon aus, dass wir mindestens zwei Zinssenkungen dann direkt bei der nächsten Leitzinsbekanntgabe sehen, also direkt 50 Basispunkte bzw. 0,5%. Dabei kommt es natürlich ganz klar darauf an, was Jerome Powell heute Abend zu sagen hat, denn er wird natürlich auch die aktuelle Stellung noch einmal erklären und in diesem Zusammenhang möglicherweise auch etwas Ausblick dafür geben, wie die nächsten Zinssenkungen möglicherweise gestaltet werden oder ob die USA vielleicht plant, im September die Zinsen doch nicht zu senken. Das hat natürlich dann einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtmärkte und dann dementsprechend auch auf den Bitcoin, wenn alles nur gesagt wird wie immer, von wegen, jo, wir erheben jetzt die Zinsen nicht, senken sie allerdings auch nicht
und zur nächsten Leitzinsbekanntgabe. Momentan sieht es ganz gut aus. Wir schauen weiter auf die Daten. Wenn solche Aussagen getätigt werden, kann es auch sein, dass der Markt nicht groß reagiert. Wenn hier allerdings darüber gesprochen wird, dass Zinssenkungen angebracht wären oder dass man vielleicht sogar sagt, dass ein weiteres Halten der aktuellen Zinsen angebracht wäre, dann könnte es die Märkte natürlich entweder extrem bullisch oder bärisch stimmen. Das Ganze werden wir heute Abend, wie gesagt, ab 20 Uhr sehen. Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. In den Kommentaren schreibe ich einmal rein, wie die Zinsen ausgefallen sind und eine kurze Zusammenfassung. Ansonsten natürlich auch über Twitter oder morgen im nächsten Marktupdate. Das heutige Video beende ich auf jeden Fall erstmal. Bedanke mich noch einmal für den Support und die Unterstützung. Denkt daran, den 50€ Willkommensbonus bei Bitpanda noch fix abzuholen. Einfach über den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Das heutige Video beende ich an dieser Stelle. Bedanke mich für den Support und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde. Nachdem der Bitcoin die letzten Tage mit einer extrem hohen Volatilität die Märkte teilweise in Angst versetzte, erleben wir, dass diese nun komplett weg zu sein scheint. Nachdem der Bitcoin in den letzten Tagen zeitweise eine erhöhte Volatilität aufgezeigt hat, scheint nun nichts mehr davon zu sehen zu sein. Junge, was sind das für Wörter?